Привіт. Мене звати Ганна. Тут мене називають Ханна. Я зараз знаходжусь в Німеччині. Мені 50 років. У мене троє дітей. Вони зараз тут зі мною і моя мама. Колись мене запитали. Ну, ти, мабуть, вже звикла до стану. Як це можна звикнути? Ні, не звикла. Я, до речі, з тих російськомовних українців. У мене мама напівукраїнка, напівросіянка. Бабушка була з Перми. І в мене сім'я російськомовна. Я закінчила російську школу. Я навіть не вивчала українську мову, тому що мама написала записку. І мене звільнили. Я навчалася на російському курсі в Карпенка-Карого, але працювала українською мовою. Я сіла на мовний режим і оволоділа мовою. Мама досі розмовляє російською мовою, хоча вона читає і намагається на вулиці, тут, коли ми гуляємо, розмовляти українською мовою. Мова. Я втратила віру в Достоєвського. Я втратила віру в Олексія Товстого. Я втратила віру в російську культуру. Я знайшла Сковороду, Забужко, Жадана, але в мене ставлення до мови зараз травматичне, я не можу її чути. Я не можу дивитися фільми, я не слухаю музику. У нас в квартирі нічого не відбувається з телевізора або з радіо російською мовою. Але якщо зі мною хтось, хто захищає зараз нашу країну, заговорить російською, у мене не буде до нього якогось іншого ставлення, окрім поваги. Якщо тут є російськомовна дівчина, вона була викладачкою в інтеграційному класі моєї молодшої сестри, вона сама з Санкт-Петербургу, але вона мене навела на мережу в Росії, яка рятує і допомагає тих, кого насильно рятують з Маріуполя. Це старі люди, які не можуть там вже жити, бо діти. Ця мережа допомагає їх по дорозі до табору спіймати, сказати: «О, моя мама, о, мій тато, о, це мої племінники», забрати дітей і українських, і українських старих, і допомагає ця мережа їх переправити за кордон. І до них у мене ставлення з повагою. І люди, які з'являються з Росії, і вони активно борються проти агресії, це крапля в морі. Країна ошаленіла. І я впевнена, що вона зникне. Я впевнена, що переможе Господь, а Господь з нами. Я впевнена, що ми вистоїмо всі. Wie sollen jetzt Autorinnen und Autoren in der Ukraine, besonders jene, die Russisch schreiben, mit der Situation umgehen? Was wird sich für sie ändern? Abgesehen davon, dass sie jetzt selbstverständlich alles anders bewerten und gewichten werden, in ihren Texten, in den Inhalten ihrer Texte, stellt sich natürlich die Frage, in welcher Sprache
sie schreiben sollen, soll jetzt jemand, nachdem jetzt so viel, weil es wird ja verlangt, dass vieles auf Ukrainisch erscheint, es ist jetzt nicht mehr selbstverständlich, dass alles nur auf Russisch publiziert wird, sollen sie jetzt die Sprache wechseln und Ukrainisch schreiben oder sollen sie es übersetzen lassen und zuerst auf Russisch schreiben und dann parallel erscheinen lassen? Natürlich hängt vieles von der politischen Situation ab. Und ich kann mich nicht in einen Menschen hineinversetzen, der in einem Land lebt, das in einem Ausnahmezustand ist, gerade einen Krieg erlebt oder später vielleicht auch noch weitere Krisen oder die Nachkriegszeit und dann unter einem starken gesellschaftlichen Druck steht. Dann kann er nicht sagen, aber ich mache jetzt, was ich will. Das ist einmal zu berücksichtigen. Wenn es aber nach mir ginge, wenn ich selber entscheiden könnte, würde ich schon sehr dafür plädieren, diesen Sprachverlust nicht erleiden zu müssen. Also Charkiw zum Beispiel ist eine zu 90% russischsprachige Stadt. Eine Stadt, die allerdings jetzt Furchtbares erlebt hat und noch erlebt. Eine Stadt, deren Bevölkerung man nicht unterstellen kann, dass sie jetzt pro-russisch eingestellt wäre. Das sind schon Menschen, die sich verteidigen. Aber Menschen, die Russisch sprechen. Ich fände es wäre ein großer kultureller Verlust, wenn jetzt diese Menschen alle die Sprache wechseln und in 2 Generationen spricht in Charkiw niemand mehr Russisch, sondern alle nur Ukrainisch. Das ist schon passiert in anderen Regionen, in der Tschechoslowakei, wo die Deutschen vertrieben wurden, dann spricht man überall jetzt Tschechisch, in Polen spricht man überall Polnisch, da hat man die Ukrainer deportiert. Und die Deutschen deportiert und hat alle klares Verhältnisse geschaffen. Da die klare Sprachgrenze. Ich finde das furchtbar. Ich finde, dass die Autorinnen und Autoren, die Russisch schreiben, auch weiterhin ganz bewusst ihre Sprache pflegen sollen. Die Themen, die sie wählen, wie sie sich positionieren, wie sie sich auch gegenüber der russischen Kultur im Allgemeinen oder dem Regime in Russland positionieren, ist eine andere Frage. Da kann man einiges einfordern. Aber man kann von ihnen nicht verlangen, und sie sollten es auch nicht. Das wäre ganz falsch, wenn sie jetzt krampfhaft versuchen, Ukrainisch zu schreiben, obwohl das nicht ihre Muttersprache oder nicht die Sprache ist. Vielleicht können sie perfekt Ukrainisch, aber können mit dieser Sprache nicht kreativ umgehen. Das wäre ja eine Vergewaltigung des eigenen Talents. Also im Zweifelsfall sollen sie schon jemanden finden, jemanden anderen, der ihre Texte dann ins Ukrainische übersetzt, was auch vollkommen okay ist in einem Land mit mehreren Sprachen oder mit 2 großen Sprachen. Aber selber jetzt wechseln, außer sie wollen das selbst und sind bereit und glauben, sie können jetzt das, was ihnen auf dem Herzen liegt, auf Ukrainisch besser ausdrücken, dann ist das aber eine ästhetische Entscheidung oder eine ganz bewusste persönliche Entscheidung. Diese kann ich nicht kommentieren. Das muss jeder und jeder für sich allein entscheiden. Aber auf äußeren Druck hin, das zu tun, das wäre der falsche Weg. Dann, wenn die Ukraine so etwas durchzusetzen versucht, dann sind sie im Endeffekt auch nicht um wesentlich besser als ihre Feinde. Denn ihre Feinde denken so in diesen faschistischen Kategorien. Aber man muss sich dann fragen, wozu kämpft dann? Wozu kämpfen wir? Wozu kämpfen die Ukrainer? Wozu unterstützt der Westen die Ukraine, um eben eine Haltung durchzusetzen, eine Weltoffenheit im Denken und im Fühlen und in der Politik und im Alltagsleben durchzusetzen, die es drüben nicht gibt. Es ist ja letztlich ein Kampf der Systeme und nicht ein Kampf der Nationen. Und so betrachtet ist für mich eigentlich die Perspektive klar. Ich hoffe auch, dass vielleicht ich irgendwann in 10 oder 20 Jahren, wenn ich dann noch lebe, nach Charkiw fahren kann und dort auch Russisch reden kann und Russisch auf der Straße hören kann. Ich rede nicht von Lviv. Ich rede von dort, wo jetzt Russisch gesprochen wird. Друзья попросили высказаться на тему художник и война. В том плане, что должен делать и что не должен делать человек искусства в наше время. Высказываюсь. Будет несколько коротких видео, потому что сегодня третий час
воздушная тревога, поэтому будет немножко рвано. Ну, первое, что надо сделать, наверное, четко заявить свою позицию, громко в голос. Вас, люди искусства, вас считают, слушают, смотрят. Вы авторитет. Раз вы авторитет, вы способны влиять на поведение других. Но у людей искусства тоже весьма ограничен выбор вариантов. Как на старых партсобраниях. За, против, воздержался. Я в войне. Ну, если вы за, то ваше место на скамье вместе с Симоньян, Соловьевыми и прочим человеческим мусором. Мне вас даже не жалко. Теперь воздержался. У художника большое искушение во время войны уйти в вот такую башню, флоберовскую слоновую кость. Это ниже меня, я выше всего этого. Тут... Сори. Ну, по поводу моего русского языка. У меня самый тяжелый случай из наличных. Всех. Я родился и вырос на Донбассе. Прожил там 30 лет. Я учитель русского языка и литературы. Я преподавал его 8 лет в городе Горлок в Донбассе. Потом я работал журналистом. Тоже русскоязычный. Потом я писал сценарий. Тоже на русском языке. Я думаю на русском. Я постигаю красоту русского. Но в этих условиях, да, последнее, что скажу, ну, чтобы обобщить все, на моей визитке была написана работа по слову. Двоеточие. Огранка, полка, чеканка. И я работал по-русски. По сути, всю свою жизнь. Что мне с этим делать в этой ситуации? Разумеется, переходить на украинский, если нужно собеседник. Если это чувствуется, это сразу чувствуется. Мне ничего не стоит перейти на украинский, другое дело, что я действительно столько прожил в Донбассе, учился там, родился, но у нас преподавался украинский язык. Я читал украинские книги, я играл в украинском театре. И перейти на украинский после всего того, что я вот наговорил, для меня не проблема. Для меня проблема быстро говорить. У меня получается либо как у Миколы Яновича Азарова с кровосисями и бимбами, либо как у Виктора Януковича с громадными паузами и периодическими елками все равно. Вот. И поэтому, чтобы не поплюжить с чудовым умом, я, когда мне нужно выразить сложные вещи, перехожу на русский. Когда мой собеседник говорит на украинском, и я вижу его отношение к моему русскому, я сразу перехожу на украинский. И этот билингвизм — это дар Божий. У нас это надо воспитывать было в детях. А теперь спасибо Владимиру Владимировичу Путину. Теперь русский язык стал вместе с русским культурой и русскоязычным искусством стал токсичным. И эта его цель удалась. Молодец, Вот так. Der Krieg gegen die Ukraine macht mich traurig und beängstigt mich. Ich muss dazu sagen, ich bin aufgewachsen im Kalten Krieg. Meine Eltern haben den Krieg erlebt. Ich habe selber als Nachkriegskind
indirekt natürlich auch noch Folgen des Zweiten Weltkriegs erlebt und in Erinnerung mit kaputten Straßen in Hannover, als ich klein war. Und insofern sehe ich diesen Krieg auch als, ja, als Umstand, dass ich das Gefühl habe, lernt man denn wirklich nichts daraus, was passiert ist im 20. Jahrhundert? Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich eine enge Beziehung zur Ukraine habe, aber auch zu Menschen in Russland. Und für mich seit 2004 eigentlich nie der Unterschied war, bin ich jetzt in Russland oder bin ich in der Ukraine? Natürlich, es sind zwei verschiedene Länder, aber ich habe mit Menschen dort und dort zu tun gehabt. Und ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass so ein Konflikt entstehen könnte. Im Gegenteil, seit 2004 die Beziehung zum Lesja-Ukrainka-Theater in Kiew, die sich immer mehr aufgebaut hat, gerade auch im Austausch mit jungen Leuten, hat einen eigentlich so hoffnungsfroh gemacht, für die Zukunft auch was zu machen, dass die Menschen sich verstehen. Es wurde auch dort kein großer Unterschied gemacht, ob jetzt jemand ukrainische Wurzeln oder russische Wurzeln hat. Wir haben alle zusammengearbeitet und es war sowohl für mich als auch aber für die junge Generation auch unglaublich spannend, auch einen Teil Europas zu entdecken, der vorher durch die Mauer abgeschottet war. Also die Kultur, das Essen, die Menschen, die Mentalität, die Sprache, der Humor, das war alles für mich völliges Neuland, weil ich bis in meine 40er Lebensjahre hinein wirklich eine Mauer vor der Nase hatte. Und das Einzige, was ich von Osten kannte, war mal, dass ich nach Ost-Berlin gefahren bin für einen Tag. Und insofern ist diese ganze Zeit, diese ganzen Jahre in diesen interkulturellen Projekten, das war was Zukunftsträchtiges für mich, was Hoffnungsfrohes, wo man das Gefühl hat, man pflanzt kleine Pflänzchen, die dann in der Zukunft, auch gerade weil man sich versteht, gedeihen und wachsen und damit auch Frieden stiften kann. Und das ist durch diesen Krieg völlig zerstört. Als ich 2006 abzeichnete, dass ich öfter in der Ukraine mich aufhalten werde und auch dort eben arbeiten werde und dass ich auch oft mit dem Goethe-Institut nach Russland fahren werde, um dort Gastspiele zu spielen, da habe ich mich entschlossen, Russisch zu lernen. Ich habe mich für Russisch entschieden, weil ich dachte, gut, wenn ich Ukrainisch lerne, dann kann ich in Russland nicht so viel damit anfangen. Ich wollte es einfach geografisch etwas breiter streuen. Dass es zu dieser Situation kommt, dass ich jetzt manchmal fast Hemmungen habe, Russisch zu sprechen, aufgrund der Kriegssituation, das finde ich auch sehr traurig. Weil was kann die Sprache dazu? Was kann die Literatur dazu? Das sind zwei völlig verschiedene Welten. Und das hat mich auch unsicher gemacht, dass ich merke, dass ich mit dem Russischen auch manchmal bei ukrainischen Flüchtlingen ja so ein bisschen mit Distanz gesehen werde. Also es ist immerhin besser, als sich gar nicht verständigen zu können, aber meine Entscheidung halt, Russisch zu lernen, war keine politische Entscheidung, sondern es war einfach eine Entscheidung, dass ich mit einer Sprache geografisch mehr anfangen konnte. Ich hoffe, dass der Krieg bald beendet ist, aber ich glaube nicht so recht dran angesichts der aktuellen Situation. Dann kommt es natürlich sehr darauf an, wie der Krieg beendet worden ist. Und da man das im Moment überhaupt nicht abschätzen kann und man auch nicht abschätzen kann, ja, in welchem Zustand das Land ist, also sowohl die Ukraine als auch Russland, ist es ganz schwer, jetzt konkret zu sagen, was ich mir vorstellen könnte, wie es dann weitergeht, zumal sich die Menschen verändert haben. Und das kann man jetzt gar nicht so richtig abschätzen, welche Bedürfnisse da sind, welche Interessen da sind. Das ist einfach schwer zu sagen im Moment. Aber was ich mir natürlich wünsche, wäre eine Fortsetzung von dem, was eben abgebrochen ist durch den Krieg. Und ich wünsche mir auch, dass das Theater vielleicht dann doch eine neue politische Funktion übernehmen kann, in der man einfach Themen auf die Bühne bringt, die den Leuten helfen, die wieder eine Verbindung schaffen zwischen den Menschen. Aber ich glaube, das braucht sehr, sehr viel Zeit. Krieg ist immer unmenschlich. Krieg ist ruinierend, verheerend, grausam und brutal, vor allem für Kinder.
Mit Worten fällt es mir schwer zu beschreiben. Eine schlagende Bombe, zerstörte Häuser, gewaltsame Konflikte. Kinder im Krieg und auf der Flucht erleben Dinge, die tiefe psychische Narben hinterlassen, von denen man nie los wird. Das Thema ukrainische und russische Sprache ist momentan sehr sensibel, weil Ukrainerinnen und Ukrainer sich mitten im Krieg finden. Aber persönlich sehe ich kulturelle und sprachliche Vielfalt eines Landes als Vorteil an. Wir können unsere Muttersprache und unser Herkunftsland nicht auswählen. Daher ist es derzeit wichtig, dass sich ukrainische sprechende und russische sprechende Personen in die Ukraine einigen und es nicht zulassen, dass die engstirnigen Politiken das Thema Sprache ausnutzen, um Hass zu verbreiten. Das Problem hat man in Irland schon lange gelöst. Zum Beispiel William Butler Yeats, Sean O'Casey oder James Joyce haben ihre Werke auf Englisch geschrieben, aber sie haben sich als ihre identifiziert. Oder Samuel Beckett hat seine Werke auf Französisch und Englisch geschrieben, aber wir kennen ihn als irische Dramatiker und Schriftsteller. Und ich glaube, in der Ukraine wird das Problem mit der Zeit anders wahrgenommen. Vor allem hoffe ich, dass der Krieg sehr bald endet und die Ukraine in die Normalität zurückkehrt und wieder Frieden im Land herrscht. Ich bin mir sicher, die Ukraine hat leuchtende und helle Zukunft und nach dem Krieg erwarte ich viele künstlerische Ereignisse, besonders im Theaterbereich zwischen der Ukraine und Europa. Почалася війна, я була в Києві, і моя молодша донька закінчувала цю саму художню школу, в якій навчалась я. І розуміючи те, вірніше, не розуміючи нічого, як воно буде, від, скажімо, страху, від вибухів, від якоїсь, скажімо, незрозумілості. І в мене були друзі в Мюнхені, які мене позвали. Просто сказали, приїжджай до нас. І ми з Машою зібралися і приїхали сюди. І так склалося, що тут багато творчих людей, які нам створили такі умови, що ми змогли тут багато працювати. Що в мене вже є велика виставка, яку я можу зробити і в Мюнхені, і в Зальцбурзі, тому що Зальцбурзька академія мистецтв мене запрошувала в Зальцбург. Я була 2 тижні в академії. Є роботи, які звідтиля привезла. Я спілкувалася з митцями з різних країн. Було декілька з України, було дуже цікаво. От, і, скажімо, як для творчої людини, для мене тут умови дуже чудові. Але постійно ти думаєш про Україну, коли не працюєш, коли не займаєшся живописом, думки весь час повертаються туди. Дуже багато моїх друзів, художників, вони якось знаходять в собі сили, якусь емоцію на своїх роботах відображати війну. Я захоплююсь їхніми роботами, мені подобається погляд українців на те, що відбувається в Україні, митців українських. Відносно мене, я війну малювати не можу. Ну, може емоційно інша людина, скажімо. От коли я приїхала в Мюнхен і не відразу я якось відігрілася від того, тому що місяць я була в Києві. Я в Мюнхен приїхала в кінці березня. І той стан, в якому я приїхала в Мюнхені, він був жахливий. Я була ніяка. Я була, скажімо, пуста всередині.
От як мене все з мене от вигребли. І наповнити, скажімо, тим якимись емоціями добрими, скажімо, світлими, я наповнилася не одразу. От якраз мені десь місяць знадобилось для того, щоб я, коли я ходила там в пінакотеку, коли там ми їздили за місто, щоб не думати про війну. І в моїх картинах війни немає. Напевно, ніколи не буде. Я відображаю, скажімо, ну, те, що кругом мене. Світло, добро, красу. Я вважаю, що мовне питання, хоча йде війна, але воно все рівно номер один. Тому що це лице нації. Ви бачили хоча б одного німця, який не знає німецької мови? Українців, які не знають української? Я не знаю про це, але судячи по моїх друзях, там, хто є от в Україні, так, в Києві, я вважаю, що 50% від української нації не знають української мови. І це біда. Це біда, яку нам нав'язала Росія, яка активно займалась пропагандою російської мови. В школах, ну, майже скрізь. Зараз українці зрозуміли, що мова – це їхнє, як би сказати, їхня зброя. Тому що якби всі розмовляли українською мовою, може, цієї війни і не було. Also die Moderation zu übernehmen und eben ein Gespräch mit Yuri Diaz also, und Valentina Blumen zu führen, die Sie ja schon gesehen haben im Film, den Yuri Diaz so wirklich, finde ich, einfühlsam, außerordentlich differenziert und auch sehr mutig uns hier präsentiert hat. Ich möchte natürlich auch all den Kulturschaffenden danken, die in dem Film vorkommen. Und dazu gehörst ja du, Valentina. Und es gibt noch jemanden weiteren im Saal, nämlich Wladimir Pferdlieb, der eben auch in dem Film zu Wort kommt und den wir vorhin, wer vorhin bei der Veranstaltung war, ja auch schon gehört haben. Gut, ganz kurz zu Yuri Diaz. Yuri Diaz wohnt in München. Dietz. Alles gut, ich kann damit leben. Na, aber trotzdem, sollte ich schon. Wir haben uns ein bisschen temperamentvoller. Wir haben uns eigentlich gar nicht, die Vornamen nur zu nennen, das geht vielleicht besser. Genau, gut. Also er lebt in München als Schauspieler und arbeitet eben als freier Schauspieler im deutschsprachigen Raum und ist auch einigen in Salzburg bekannt aus Produktionen eben mit dem Theater Ecke und im kleinen Theater Salzburg. Und manchen ist er vielleicht bekannt aus dem Fernsehen, weil er auch in Soko Donau und Soko Wien schon Rollen hatte. Und Yuri hat eine ganze Reihe von Auszeichnungen auch schon bekommen für seine schauspielerischen Leistungen. Und ich wollte dich fragen, ist das der erste Film, den du ganz, ist ja von der Konzeption über den Schnitt, über die Regie und so weiter, die Interviews ganz von dir gemacht, der Film?
Nee, das ist nicht der einzige Film. Ich habe vor ein paar Jahren auch einen Film gemacht zusammen, also in Kooperation mit Studio West Salzburg und mit Hermann Pesetzkas, der leider heute nicht da ist. Er konnte nicht kommen, aber wir haben zusammen einen Dokumentarfilm gemacht über die Russlanddeutschen. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, aber es gibt eine Minderheit, so ähnlich wie Siebenbürgen Deutschen, Schlesien Deutschen und so weiter. Es gab auch die sogenannten nicht nur sozusagen genau Wolgadeutschen, nicht nur Wolgadeutschen, es gab meine Großmutter ist zum Beispiel auch Schwarzmeerdeutsche, mein Großvater ist Wolgadeutsche, aber man sagt Russlanddeutsche. Das ist momentan auch die Suche nach einem richtigen und politisch korrekten Ausdruck, weil das ist irgendwie nicht der Zeit entspricht. Man sagt Russlanddeutsche, weil sie im russischen, also zu Zarenzeit aus Deutschland ausgewandert sind und eingewandert sind, damals nach Russland, deswegen sagt man Russlanddeutsche. Also kurze Fassung. Und ich habe über dieses Thema zusammen mit dem Hermann einen Film gemacht, einen Dokumentarfilm, der lief auch im das Kino Salzburg, auch ziemlich gut. Genau, und da wird die Geschichte, auch meine Biografie oder die Geschichte meiner Familie auch erzählt. Oder anhand einer Familie wird eigentlich die ganze Geschichte der Russlanddeutschen und auch europäische Geschichte erzählt. Genau, und dann noch einen Dokumentarfilm habe ich schon über Wladimir Wertlieb gemacht. Der wurde auch im Das Kino Salzburg gezeigt. Der war der einzige und der Hauptprotagonist und der einzige in diesem Film. Der Film, genau, handelte nur von ihm und seiner Biografie. So, genau, und das ist der, sage ich jetzt, dritter Versuch. Ich möchte daraus wirklich einen ein bisschen längeren Dokumentarfilm machen. Es gibt noch Menschen, die ich gerne filmen würde und auch über sie erzählen. Leider, wir wissen ja, wie die Zeit jetzt ist. Es war unglaublich schwierig, beziehungsweise ich möchte auch die Menschen, die in der Ukraine jetzt leben, auch interviewen. Es ist wahnsinnig schwierig, auch die Zeit zu finden. Und man muss sie finden, wenn nicht die Bomben fallen, ja, also irgendwie dazwischen oder mit dem Juri, den alle gesehen haben, der ist an der Front. Und wir haben, glaube ich, insgesamt in 3 Monaten, also wirklich 3 Monate lang versucht, immer wieder zu telefonieren, und es wurde irgendwie da von den Explosionen unterbrochen oder sonstiges. Es ist unangenehm, weil ich kenne ihn seit Jahren und wir haben auch zusammen auch ein Stück geschrieben, oder er hat auch Stücke geschrieben für uns, für unser Theater, die wir auch in Deutschland aufgeführt haben. Und also in dieser Rolle ihn zu sehen, ich werde dann sehr emotional und so weiter. Und das war wahnsinnig schwierig. Ja, und natürlich kann ich ja nicht hinfahren und ihn dann mit der Kamera an der Front begleiten, geht ja nicht. Ja, und deswegen haben wir das versucht, übers Handy filmen zu lösen. Und dann auch der zweite Schnitt war da, das ist eine Videotelefonie. Ja, der hatte gerade, wie gesagt, irgendwo wie ihr seht, in so einem Lagerbunker saß, und der hatte gerade halbe Stunde Zeit, und wir haben halt das ganz schnell gemacht, die Verbindung, und der Ton ist dementsprechend nicht so gut. Genau, und das ist der dritte Versuch von mir, einen Dokumentarfilm zu machen. Mich interessiert das Sehen, mich interessieren die Menschen allgemein. Also nicht nur die Nationalitäten, die Nationen und so weiter, aber Mensch als Individuum. Wir sind alle verschieden und doch irgendwie alle gleich. Und das fasziniert mich immer wieder. Und genau, das ist quasi so das Hauptthema, warum ich solche Filme mag und machen will. Und ja, weil im Prinzip ein Mensch, jeder Mensch ist wie ein Buch, ja. Ja, und ich glaube, das kommt wirklich sehr gut in dem Film heraus, auch wie sozusagen die Kontexte, in denen die einzelnen Menschen sich befinden, natürlich auch sehr stark ihre Positionen jeweils bestimmen und mitbestimmen. Und Genau, ich ja. wollte kurz erwähnen zu den Protagonisten. Ich habe sie bewusst ausgesucht. Das sind nicht Menschen. Natürlich in dieser kurzen Fassung, kurzer Form ist schwierig zu beschreiben. Ich habe es versucht, wo man dann sieht, okay, Schriftsteller oder Drehbuchautor aus der Ukraine und so weiter, damit man ungefähr versteht, was sie tun. Aber eigentlich,
da gibt es Momente in der Biografie dieser Menschen, die haben alle den, ich meine auch deutschsprachige Menschen, also die haben zu dem Osten einen Bezug, einige erwähnen das, die anderen wiederum nicht. Oder zum Beispiel ein Regisseur und aus dem Iran, aber er ist ein Iraner, inzwischen auch ein guter Freund von mir, aber der hat in Kiew studiert, er hat Regie studiert und er spricht Russisch fließend, er spricht Ukrainisch fließend, er spricht irgendwie allgemein irgendwie 5, 6 Sprachen, aber er hat in Teheran studiert und dann hat er in der Ukraine studiert. Und dann war er fertig mit dem Studium und dann hat er mit seine Frau ist Bühnenbildnerin, die haben ein Stück gemacht und wo sie kritisch sich geäußert haben gegenüber dem iranischen Regime oder der allgemein politischen Situation im Iran. Und dann haben, da war Fernsehen da, die haben das im Internet ausgestrahlt und so weiter und das kam irgendwie in den Raum, aber irgendjemand hat das im Iran auch irgendwie, das kam dann an staatlichen Sender und die haben das gezeigt und ein paar Tage später haben ihn die Eltern angerufen und haben gesagt, du darfst nicht mehr, weil die waren Menschen schon bei uns, du bist jetzt auf der schwarzen Liste, entweder wenn du ankommst, du wirst entweder, ja, wissen wir, was passiert da mit solchen Menschen. Genau, und dann stand er vor der Entscheidung, er konnte auch in Kiew nicht mehr bleiben, nicht länger bleiben wegen Aufenthaltsgenehmigung. Und dann ging er nach Europa, aber nicht als Flüchtling, sondern der hat einfach versucht in verschiedenen Ländern und er hat einen Ausbildungsplatz. Er wollte promovieren, hat er in Wien gefunden und ist auch dort geblieben. Genau, inszeniert ab und zu und auch an verschiedenen Theatern. Aber ich meine auch seine Biografie. Und wir wissen ja, wie der Iran jetzt zu der ganzen Situation auch steht und was gerade auch in der Ukraine passiert mit den Drohnen und so weiter. Ich habe bewusst ihn ausgewählt. Und er ist im Krieg aufgewachsen. Er ist zu der Zeit des Iran-Irakischen Kriegs geboren, ja, und 10 Jahre seiner Lebenszeit verbrachte er in diesem Krieg. Er kennt das als Kind nur so gut und dann diese Odyssee, dann kommt er in die Ukraine und Ukraine wird für ihn auch, der war da, glaube ich, 10 Jahre oder so, das wird für ihn wie eine zweite Heimat. Der hat da Freunde, Ausbildung gemacht, spricht Russisch und Ukrainisch fließend und so weiter. Und jetzt ist er da, kann auch nicht vieles da tun. Und für ihn ist das ein Wahnsinn. Der Krieg praktisch verfolgt ihn auch. Ja? Und deswegen habe ich ihn auch bewusst ausgewählt. Natürlich, wenn man eine längere Fassung macht, da kommt alles vor. Aber in so einer kurzen Fassung kommt es natürlich nicht vor. Deswegen wollte ich das nochmal erwähnen. Ja. Danke. Also was durchscheint, ist natürlich, dass alle diese Menschen auch noch eine ganz intensive Lebensgeschichte haben, in der sich dann diese Positionen auch jeweils herausbilden. Und damit würde ich vielleicht Valentina gerne vorstellen. Also Valentina Plavun, schönen Dank auch, dass du da bist, aus München gekommen bist. Valentina lebt derzeit in München. Und das kam ja im Film, glaube ich, auch vor, ist aber in München im Exil, weil sie Kostümbildnerin und Malerin in Kiew am Nationaltheater, das heißt Lesja Ukrainska, ist das richtig? Ukrainka. Okay. Er ist und dort auch ihre Ausbildung gemacht hat, auch Mitglied der National Union of Art, of Artists in der Ukraine ist und so weiter und so fort. Also von daher, und mich würde interessieren einfach, warum hast du mitgemacht bei dem Film? Was war deine Intention, da mitzumachen? Wolltest du Juri einen Gefallen tun oder gab es weitere Motivationen? Ich wüsste ja, um nicht falsch zu verstehen, nicht, was sie sagen soll, sondern ich tue nur übersetzen. Ja. Valentina versteht ein bisschen Deutsch, aber das Sprechen ist noch und
Ну, по-перше, я повинна сказати такий невеличкий вступ. Я дякую Німеччині за те, що вона прийняла нас, українців. Тому що, ви знаєте, я настільки стільки відчула тепла, стільки добра від цієї, скажімо, землі Баварії, Австрії, де я от якби останнім часом знаходжусь, і які кругом мене, навкруги мене люди. Це неймовірно. Also als erstes möchte Valentina den Menschen danken, also in Deutschland, auch in Österreich, die sie so herzlich aufgenommen haben, allgemein auch dem Staat. Also Deutschland dankt sie dafür, dass sie da bleiben darf und eine Unterkunft hat und jetzt nicht im Krieg sein muss. Und dankt ganz herzlich den Menschen, die sie umgeben, die sie unterstützen, die ihr diese Möglichkeiten schaffen, um hier auch zu arbeiten, ihre Werke zu machen, also zu malen. Also, dank sie, das ist das Erste. Ну, і стосовно Юри, ну, ми з ним знайомі давно, тому що ми працювали в театральних проєктах з Катрін Кацубко, Юра і німецькі актори, і актори українські, і у нас вже настільки душевна склалась атмосфера, і, скажімо, завдяки Катрін і Юрі я взагалі своєю донькою молодшою в Мюнхені. Wir kennen uns schon seit Jahren, also wir kennen uns ziemlich gut. Wir haben am Theater Lesja Ukrainka sehr viele Co-Produktionen gemacht und Valentina hat für alle unsere Produktionen Kostüme entwickelt und gestaltet auch und so weiter. Und da ist, wir sind mehr als Kollegen, eher Freunde. Und zu uns hier im Film war auch Katrin Kacubko. Also, das ist die war die Regisseurin von diesen Co-Produktionen, weil die ganz eng, glaube ich, seit 2004 mit dem Theater Lesja Ukrainka sehr eng arbeitet. Und ich dann auch, ich bin dann dazu gestoßen und Valentina kennt sie noch länger als mich und und Katrin und ich, also wir unterstützen Valentina in München. Ну, і коли Юра запропонував, скажімо, взяти участь, дати інтерв'ю для цього фільму, я з задоволенням це зробила, тому що, ну, скажімо, я була, ну, якби мої емоції повинні були перейти людям. Тому що мені дуже приємно, що Європа цікавиться цим, що вона живе разом з нами, що вона допомагає нам. Я розумію, що без цивілізованого світу ми цю тьму не поборемо. Sie war sofort einverstanden, als ich Valentina gefragt habe. Ich werde das in dieser Form so übersetzen, weil ich daneben sitze. Ja, als ich Valentina gefragt habe, sie sofort zugesagt, aus dem Grund, dass sie den Menschen hier auch die Situation aus ihrer Perspektive erzählen will und auch danken will, dass allgemein in Europa sehr, sehr, sehr stark hilft und die Menschen quasi mit ihnen selbst sind, also gerade sind und sie unterstützen, weil Valentina meint, dass ohne Unterstützung, sage ich jetzt, der Europäer oder des Westens allgemein, vor allem der Menschen, auf allen Ebenen der Menschen im Westen und Europa, können sie diese Dunkelheit, mir fällt die richtige Übersetzung für das Wort, vielleicht helfen Sie mir, aber diese Dunkelheit zu bekämpfen. Oder? Ja. Ich habe eine Frage noch an dich, die mich die Zeit beschäftigt hat. Du hast ja bewusst die jeglichen Kommentars auch enthalten, also ja, jeglichen Direktes. Und du hast deine Gesprächspartnerin gefragt, was, wenn der Krieg vorbei ist, was sollte man als Künstler, Kunst, Kulturschaffender tun
in welcher Sprache sollte man schreiben, wie mit der Situation umgehen. Würdest du uns einen kleinen Einblick geben in die Antworten, die du auf diese Fragen geben würdest? Oder auf eine davon? Ja, was die Sprache betrifft, es ist wirklich ein heikles Thema und deswegen beschäftigt mich das sehr. Ja, und ich kann selber Russisch, aber ich bin kein Russe, in dem Sinne jetzt Russe, weil ich aus Russland komme. Ich komme eigentlich nicht aus Russland. Ich bin ich glaube, in der SN ist das ziemlich gut beschrieben heute. Ich bin ein Sowjetskind, ja, ich bin in dem Land geboren, das es gar nicht mehr gibt. Und aber wenn wir jetzt geografisch nehmen, ja, und dann später musste ich sagen, okay, woher kommst du? Bist du Russe? Oft werde ich als Russe bezeichnet und angesprochen, was natürlich nicht stimmt, aber ich spare dann allen die Erklärung, weil es einfach zu lange dauert. Und ich bin in Kasachstan geboren, ja, und das hat bestimmte Gründe. Ich bin wirklich ich bin deutschstämmig, aber ich bin in Kasachstan geboren. Die Geschichte kenne ich hier wirklich nur sehr wenige. Und dann sind wir kurz nach der Wende nach Russland ausgewandert und aus Russland dann nach Deutschland. Warum? Weil wir deutschstämmig sind. Ja, wie ihr wisst, viele konnten dann quasi zurückkehren. Ja, und ich bin einer davon. Meine Vorfahren wurden deportiert auch von diesem Staat deportiert. Also weil sie deutsch waren. Einfach weil sie deutsch sprachen, deutsch waren, deutsche Kultur auslebten und 1941 wurden sie, das war am 28. August 1941, der Stalin hat befohlen, alle Deutsche als potenzielle Staatsfeinde zu deportieren. Das wurde auch gemacht. Die wurden alle nach Mittelasien, also halt nach Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan oder nach Sibirien deportiert. Innerhalb kürzester Zeit, und es waren viele, und 41 lebten, einfach als Info, circa 1,5 Millionen Deutsche lebten auf dem sowjetischen Territorium damals. Das wissen wenige, aber damals gab es allgemein, glaube ich, in der Sowjetunion nicht so viele, glaube ich, 40 oder 50 etwa Millionen, und das ist wirklich wahnsinnig viel. Und bei diesen Deportationen innerhalb ein paar Monaten sind circa 430.000 entweder verhungert oder erschossen worden. Ja, und das wird nach wie vor verschwiegen und nicht als Völkermord anerkannt, natürlich. Und auf beiden Seiten, auch auf der deutschen Seite nicht. Weil sobald sie das machen, haben sie natürlich auf der politischen Ebene mit Russland ein Problem. Und Russen, die tun das nicht anerkennen. Ja. Auch alle anderen Fehler natürlich nicht, aber das ist zum Beispiel, und das ist meine Vorgeschichte. Also, und deswegen bin ich bin auch noch in einer deutschen Siedlung in Kasachstan geboren. Und zum Thema Sprachen, ich konnte Deutsch nicht sprechen, weil mein Vater dadurch, dass er selber ihm und seinen Eltern die deutsche Sprache verboten wurde. Also die durften die deutsche Sprache nicht sprechen. Mein Vater konnte bis zu seinem 10. Lebensjahr kein Wort Russisch. Der hat Deutsch gesprochen, also Altdeutsch. Die Sprache wurde dort einkonserviert. Das ist so ein schwäbischer Dialekt. Und dann mussten sie heute auf morgen, die wurden gezwungen, in die Schule zu gehen, weil bis dato haben sie versucht, ihre Kinder selber so zu unterrichten und so weiter. Und dann mussten sie in Russisch lernen. Ja? Und das war halt für viele Kinder eine Katastrophe. Und die deutsche Sprache wurde verboten. Man durfte nicht auf der Straße sprechen, Deutsch reden und so weiter. Und er wurde traumatisiert. Und wir Kinder, mit uns haben unsere Eltern kein Wort Deutsch gesprochen. Nur deswegen. Damit wir quasi in der Zukunft, wenn wir groß werden, keine Probleme haben. Ich heiße auch Juri, ja, Dietz mit Nachnamen. Aber mein Vater heißt Jakob Dietz. Und alle Verwandtschaft, das sind meine Oma heißt Frieda Duppert. Es sind alle, ja, aber wir heißen Vitali, Juri, Sergej und so weiter. Mit Vornamen alle, wir haben alle slawischen Namen, damit wir im Alltag nicht so sehr auffallen. Aber es hat wenig geholfen, das war so eine Idee von meinen Eltern, aber der hat wenig dazu irgendwie gebracht, weil wir im Alltag alle wussten, dass wir Deutsch sind. Weil alle in der Gegend wissen, wer du bist, weil gab es verschiedene Nationen, nein, gut, okay, das sind die Dietz, ja, und mein Spitzname war in der Kindheit, also bei uns Fritz, ja, Dietz Fritz, das reimt sich schön, und Fritz war so eine typische Bezeichnung für einen deutschen Soldaten damals in der Sowjetunion. Und wenn wir als Kinder Krieg gespielt haben, dann waren wir die Nazis. Wir konnten uns das nicht aussuchen, also mussten wir. Und wir quasi, eigentlich, das wäre meine Muttersprache, aber ich
konnte die nicht sprechen. Und mein Vater auch nicht. Ich habe erst Deutsch gelernt und lernen müssen, als ich nach Deutschland kam. Vor genau 20 Jahren war das. Genau, und dann habe ich angefangen, Deutsch zu lernen überhaupt, weil eigentlich wäre das meine Muttersprache. Und durch diese Geschichte kann ich Russisch, ja, und ich kann jetzt nicht dafür. Und natürlich, ich stöße auch auf Probleme, Russisch sprechen momentan gut oder nicht gut. Und meine Frau kommt aus der Ukraine, die spricht Ukrainisch, die kommt aus Kiew. Und wir helfen den Ukrainern sehr. Bei uns wohnen auch Menschen zu Hause, die aus der Ukraine sind und so weiter. Aber ich bin gerade dabei, Ukrainisch zu lernen. Also ich verstehe die Sprache jetzt mittlerweile, sage ich jetzt, eigentlich zu 90, zu fast 95%. Ich verstehe die Sprache. Aber wenn ich rede, so ähnlich wie Juri hier, also das ist sehr, ich bin dann sehr langsam, noch langsamer als er. Aber ich versuche es. Ich versuche es irgendwann mal. Kann ich's. Und dieses Thema finde ich so spannend, weil die Sprache ist auch die Identität von uns allen. Ja, und wie der Said hier gesagt hat, wir als Kinder können sich das nicht aussuchen, die werden da reingeboren, die wachsen in diesem Gebiet auf. Und wenn die Sprache instrumentalisiert wird, das ist ein großes Problem. Da können die Kinder auch nichts dafür, wenn sie in so einer Gegend aufwachsen und diese Sprache dann entsprechen. Ja, aber es wird bewusst von bestimmten Menschen, ja, peu à peu eingepflanzt, dass wenn die Sprache beherrschen, was bessere sind als diejenigen, wir wissen, ja, wir kennen ja aus der Geschichte, wie das immer läuft. Und aber mich hat das eben, ich leite auch mit irgendwie mit diesen Künstlern. Ich kenne sehr viele Schauspieler, die gerade an der Front sind. Und wir haben vor kurzem zusammen auf einer Bühne gestanden und gespielt und jetzt, da schicken sie mir Bilder oder wir telefonieren. Es ist so absurd, ich kann es nicht erklären, wie sich das anfühlt, ja, auf meinerseits, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie sie das fühlen und für sie. Und ich kenne viele, die jetzt nur Ukrainisch reden, es gibt dann so wie Juri, der ist gerade so im Wandel, er wechselt momentan, aber es ist für alle ein großes Thema und ein großes Problem. Und ich habe noch immer keine Antwort. Das ist jetzt die Antwort auf die Frage, wie wir das Problem lösen. Ich weiß es nicht. Es ist ja auch spannend, wie Juri an der Front dann sagt, die Zweisprachigkeit ist ein Segen Gottes und im selben Moment sagt er, danke Putin, ja, ist das Russische toxisch geworden. So, also da ist ja dieser ganze Widerspruch eigentlich drin. Und Wladimir sagt ja im Film eigentlich dazu, du hast ja eine Position dazu im Film, dass du sagst, wir dürfen uns das eigentlich nicht verbieten lassen, diesen Segen, den die Vielsprachigkeit und die Vielfalt der Sprachen auch gibt. Aber natürlich ist es... Ja. Vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen. Ja, so ist es. Also was mich früher vor dem Krieg an ukrainischen Sendungen, Talkshows, Fernsehsendungen immer so fasziniert hat, man kann das ja auch hier empfangen oder über YouTube dann nachträglich anschauen, dass sehr viele Menschen zweisprachig sind und dass das so selbstverständlich war, dass zum Beispiel eine Moderatorin, die schon ukrainisch reden musste, weil das dann vorgeschrieben war, auf jeden Fall nach 2014, soweit ich das verstanden habe, eine Frage gestellt hat auf ukrainisch und dann war ein Gast im Krieg 2014, zum Beispiel 15, das waren zum Beispiel Leute, die quasi im Militär waren an der Front und die haben Russisch geantwortet, weil das ihre Sprache war. Die haben natürlich die Frage verstanden, haben Russisch geantwortet. Die Moderatorin hat dann wieder Ukrainisch geantwortet und dann kamen Fragen aus dem Publikum in beiden Sprachen und sie sind dann so hin und her changiert. Oder bei irgendwelchen Musikshows, da gibt es auch eine Richtlinie, glaube ich, 60% muss auf Ukrainisch sein und nur 40% auf Russisch, dass sie so im Halbsatz, sie haben einen Satz so gesagt und dann den nächsten wieder in die andere Sprache, zack, gewechselt. Und das finde ich schön. Das ist ja genau ein antiputinsches Narrativ, so zu agieren und nicht Sprache als etwas Absolutes zu setzen, auch nicht unbedingt als Identitätsmerkmal. Es ist klar, die Ukraine hat
hat eine Landessprache, die Staatssprache ist ukrainisch. Ich gehe auch davon aus, dass die jeder dort beherrschen muss. Das ist selbstverständlich, egal ob im Osten, Westen, Norden, Süden. Aber wenn dann die Leute auch noch Russisch sprechen, oder viele, es gibt viele Polen, die sprechen Polnisch. Es gibt eine rumänische oder früher hat man gesagt moldawischsprachige Minderheit im Süden, die sprechen diese Sprache noch zusätzlich. Die sprechen dann oft drei Sprachen. Habe ich auch erlebt, dass Leute dann aus Dörfern irgendwo in der Nähe von Odessa, westlich davon, im ehemaligen Bessarabien, die sprechen Moldawisch, die sprechen Russisch und die sprechen Ukrainisch. Das ist ein unglaublicher Gewinn. Und ich hoffe, das bleibt erhalten. Ich hoffe, der Krieg geht zu Ende und ich hoffe, dass irgendwann einmal, wenn der Hass ein bisschen abflaut, dass das wiederkommt. Jetzt ist es zu früh, wahrscheinlich das einzufordern. Ganz, ja. Das denke ich auch. Das schließt aber auch die Frage an Valentina an. Valentina, du sagst ja im Interview, Sprache ist eine Waffe und es ist ein Unheil, dass 50% der Ukrainer nicht ukrainisch sprechen können. Möchtest du dazu vielleicht noch ein bisschen mehr sagen, zu dieser Idee Sprache als Waffe? Dass sie noch einmal etwas zu der Idee sagt, Sprache ist eine Waffe, was das... Ja? Ну, начнемо з того, що я 30 років пропрацювала в російському театрі в Києві, в столиці України. Wir fangen damit an, dass ich seit die letzten 30 Jahre im Kiewer Theater, Staatstheater, dem größten Theater in der Ukraine gearbeitet hat. Und das war das Theater der russischen Drama. Ja. Also wurde auf Russisch gespielt und gesprochen. Не дивлячись на те, що я працювала в російському театрі, я спілкувалася в театрі російською мовою, але вдома з дітьми я розмовляла українською. In der Arbeit, also im Theater, haben wir Russisch gesprochen miteinander, aber zu Hause mit der Familie sprach sie Ukrainisch. Мої діти народилися уже після 90-х. Донька в 98-му, Марія в 2004-му. Це діти народились в вільній Україні. Die Kinder, ja, zwei Töchter, und die sind schon im unabhängigen Ukrainer. Ja, zur Welt kommen sie, also geboren sind, schon im freien Ukraine. В них уже зовсім інший менталітет. Вони знають російську мову, але вони принципово, вони навіть російську школу закінчували. У нас і таке. Ja, und die haben ganz andere Mentalität schon. Ja, und übrigens, die haben auch russische Schule absolviert, ja. Die können Russisch sprechen und die haben russische Schule absolviert. Solche gab es. Bis, ja, wissen wir, bis zum 24. Aber gab es, ja, russische Schulen gab es. Вони досконало володіють українською мовою. І, ну, я не знаю, знаєте, діти, вони такі максималісти. Вони сказали, що їхні діти російської мови знати не будуть. Вони знатимуть німецьку, іспанську, англійську. Всі мови світу, тільки не російську. От так їх, скажімо, ну, тому що вони діти війни. Ja, die haben jetzt so eine Einstellung zu dem Ganzen, ja, weil sie eben die Kinder des Krieges, man kann sagen, die Kinder des Krieges sind. Die sagen und meinen auch, wir werden alle Sprachen der Welt lernen und beherrschen, aber nicht mehr die russische. Genau, und ukrainisch beherrschen sie perfekt. І зараз, скажем, під час війни, там після початку війни, от як Путін хотів, щоб у нас українців не було, і мови не було, історії у нас якби немає нашої української. Але
все вийшло зовсім до навпаки, скажімо так. Und wie es am Anfang von Putin behauptet wurde, kennen wir ja alle diese Ansprachen von ihm, was die was ukrainische Kultur betrifft, die Sprache und auch ja, Tradition und die, vor allem die Geschichte der Ukraine betrifft, ja, ist jetzt ganz anders. Das hat sich, also es ist über ganz anders, nicht wie, das ist genau das Gegenteil, was er meinte eigentlich, ja, weil der hat behauptet, es ist so und wie wir sehen, es ist ganz anders. Das ist genau das Gegenteil. Особливо це серед молоді людей, які народились в вільній країні. Скажімо, я людина Радянського Союзу, але в мене немає, я добре знаю історію, я цим завжди цікавилась, скажімо, але українці, вони дуже лояльні, вони, знаєте, от якби на нас не пішли війною, ми б, напевно, так би добре відносились до Росії. Тому що Росія нас ненавидить, сама не розуміє за що. Die jüngere Generation, die sind ein bisschen anders schon, ja, auch im Denken. Und in, aber die ältere Generation, so wie Valentina, die sind ja in der Sowjetunion geboren, ne? und wurden auch so sozialisiert und erzogen. Und die kennt auch die Geschichte. Und wie soll ich das jetzt formulieren? Auf jeden Fall, die Ukrainer selbst, die würden niemanden angreifen, die sind eher loyal. Ja? Also besonders gegenüber Russland, da waren sie immer. Und wenn Russen sie nicht angreifen würden, dann würden sie so weiterleben und die würden auch Russland, also gegenüber Russland wirklich, also nett sein im Sinne von, ja gut, nett, aber nie feindlich, nie aggressiv und feindlich, ja. Ну, як заключення моєї промови, я думаю, що Путін вирішив мовне питання, і тепер вся Україна буде розмовляти тільки українською мовою. Genau, und am Ende, zum Abschluss, sagt sie, dass der Putin eigentlich das Problem gelöst hat, das Sprachproblem des Landes hat er gelöst eigentlich. Jetzt werden alle Ukrainisch lernen, sprechen und akzeptieren. Gut, ich glaube, das können wir so stehen lassen. Was ich so schön finde, Juri, dass du den Film genannt hast, was, wenn der Krieg vorbei ist? Oder die Frage, das ist wirklich mehr oder weniger so eine rhetorische Frage, bezieht sich natürlich nicht nur auf diesen Konflikt, ja. Aber das stellen wir uns immer, wenn wir, ja, wir kennen aus der Geschichte und es werden sicher garantiert noch weitere Kriege geben, weil wir eben aus der Geschichte nichts lernen. So ist es nun mal, ja, das muss man auch sagen. Und ich hoffe, dass das irgendwann mal sich ändert. Genau, und das ist eine rhetorische Frage. Mhm. Es ist wirklich, ich habe keine Antwort, ja. Was? Und trotzdem, finde ich, hat es dadurch eine positive Note auch, dass Valentina zum Schluss, als die Interviewte da ist mit den Bildern, wo du sagst, du kannst den Krieg nicht malen, du malst das, was dich umgibt, das Licht, das Schöne, das Gute, das ist das, was du malst. Und Jiri, du hörst das auf mit etwas, was diese Veranstaltung verbindet, eigentlich mit einer Veranstaltung, die eben auch in der Arge stattgefunden hat, als Theatermonolog mit Salim Cherekhi und Juri Dies, und zwar 2017 in der Arge, weil dieses Zitat in der Mitte der Welt kommt und stammt aus diesem Theaterdialog, den ihr damals vorgeführt habt. Ganz herzlichen Dank dafür, auch für diese Beendigung dieses Films, auch mit einer Hoffnung, glaube ich, die wir haben und an der wir auch festhalten müssen. Und danke für den Film, danke für euer Kommen, danke für eure, ja, Gespräche und dass ihr mit uns eure, ja, auch sehr persönlichen Geschichten geteilt habt. Genau. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank. Vielleicht nur ganz, ganz kurz, weil Sie das angesprochen haben, also zu dem, was am Ende kommt, die Zitat oder halt ein Teil des Monologs eigentlich.
das hat ein Syrer geschrieben, ein Schauspieler aus Syrien, Salim Schrecke, mit dem wir zusammen gespielt haben oder oft noch spielen, bei Theater Ekze zum Beispiel. Und er hat diesen Monolog geschrieben. Und das ist eben so eine Andeutung auf die Antwort oder was könnte die Antwort sein, ja, wenn der Krieg zu Ende ist, was kommt dann? Und er schreibt, ja, wir werden zurückkehren und wir werden pflanzen, aber nicht den Krieg, nicht das Böse, sondern das Leben pflanzen im Prinzip. Genau, deswegen habe ich ihn auch als, weil er auch auf der Flucht ist, ja, der lebt hier in Österreich, aber wegen des Krieges musste er sein Land verlassen. Dankeschön. Ja. Noch einmal vielen Dank. Auch Elisabeth, du hast mir jetzt einiges vorweggenommen an Dankeschön. Ich möchte noch drei Formen von Danke auch an euch weitergeben. Das eine ist natürlich an alle Gäste hier am Podium. Ich möchte mich auch bedanken, und zwar gleich am Anfang, bei Nadia, Elisa, Maria, Lydia für die Beratung, für eure Beratung, die wirklich in dieser Vorbereitung dieser Tagung für mich sehr, sehr wichtig war. Das waren Gespräche, die mich sehr bewegt haben, also vielen Dank. Dankeschön an die Musik, die jetzt uns noch begleitet. Und da möchte ich dazu sagen, dass es natürlich erlaubt ist, mit den Getränken dann hereinzugehen im Essen, weil es einfach auch schön ist, hier bei Musik miteinander zu reden. Wir haben ganz bewusst diesen Abend als Mitgliederfest auch tituliert, was so viel heißt, dass wir unsere vielen Mitglieder eingeladen haben, heute dabei zu sein. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Wir danken uns bei euch für diese jahrelange Unterstützung und gleichzeitig, natürlich soll das auch eine Werbung sein, wir brauchen Mitglieder und Unterstützer, um solche Veranstaltungen wie heute zu machen. Zum Schluss noch ein Dank an eine Familie, die Daria aus Syrien kennt, die für uns gekocht hat. Und wir müssen bis 21 Uhr diesen Raum verlassen, was aber insofern kein Problem ist, als dass die Arge einen Stock höher ist und wir da jedes Gespräch fortführen können und jedes Getränk auch weiterfahren. Vielen Dank für diesen Abend. Einige von euch, wir sehen uns morgen in St. Virgil, werden noch einen ganzen Tag zu diesem Thema arbeiten. Ich denke, ihr werdet informiert werden darüber, was da draus wird. Noch einmal, Juri, vielen Dank.